No Man's Sky. Eine Odyssee im Weltraum. Ey, wie kann man... Wir haben einen Refiner, ne? Da kann man ja also aber auch Sachen kombinieren. Wie macht man das? Man kann Sachen kombinieren? Oder vielleicht braucht man irgendeinen besseren Refiner. Ich denke mal schon. Es gibt noch so einen Crafter, den man irgendwann machen kann. Weil ich habe jetzt zum Beispiel... Weil ich habe jetzt zum Beispiel Nitrogen Salt. Das wurde aus Nitrogen und Condensed Carbon gemacht. Okay. Refined. Das habe ich aber irgendwie irgendwo gefunden oder keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht, dass ich es gefunden habe. Ja, man kann. Ja, das gibt es später auf jeden Fall noch. Auf jeden Fall kostet das. Ich kann das gerade anreden. Auf jeden Fall ist das Zeug ziemlich wertvoll. Wo ist denn der? Ach so, ich dachte, ich wäre zu Hause. Ah, bin ich ja nicht. Ich komme sofort wieder. Oh. Die sind am selben Ort. Das ist mein Schiff. Wo ist mein Schiff? Ja. Ist ein Fehler passiert, als wir beide hergekommen sind? Ja, anscheinend. Ah, verdammt, ich habe keine Nanites mehr. Ansonsten muss aber wieder hin und zurück teleportieren. Ja. Was wollte ich jetzt eigentlich nochmal machen? Ach so. Ah, na toll. Alter, das Schiff hier kostet 44 Millionen. Boah. Ja, ein Kumpel von mir hat mir vorhin ein Bild geschickt von seinem Spielstand oder seinem Menü. Der hat wie 700 Millionen. Müsste mal meinen Spielstand laden, mal sehen, was da abgeht, ey. Aber meine ist nicht mehr so viel, weil ich, also ich hatte mal auch mehrere hunderte Millionen, aber ich habe einen Frachter gekauft. Das kostet halt auch ein bisschen. Warum wollte ich jetzt eigentlich mit dem Schiff wegfliegen? Ich hätte auch nicht mit der, ich hätte auch nicht zurückreisen müssen, weil ich wollte eigentlich zur Basis. Ja, das habe ich mir auch gedacht, deswegen bin ich wieder in die, Space Station, dann in die Basis rein. Ja! Das hat genau das gleiche habe ich auch gerade gemacht. Obwohl unsere Wege gerade so unterschiedlich sind, fühlst du uns auch irgendwie auf demselben Weg. Ja, du musst jetzt an deiner Basis weitermachen und ich muss mit dieser Quest überhaupt erstmal anfangen. Ja. Oh, jetzt muss ich... So. Ich muss einen neuen Raum machen.
Jetzt kann ich die Quest schon wieder nicht weitermachen. Was? Hab ich. Ach so. Oh. Ja, ich hab ja schon mit dem Overseer geredet. Was? Ich muss, Copacabana abbauen. Warte mal, hier gab's doch so wenig in der Nähe, oder? Was? Copper. Vielleicht, ja. Nee, keine Ahnung. Alter, ich muss... Oder? Muss ich 50 Zentels töten? Nee. Also nee, ich muss 50 Pygneum sammeln. Das, was sie droppen. Oh, das wär's aber. WhatsApp mal. Ach ja, vorhin wieder irgendwas gemacht, was ich voll vergessen habe. Bei diesen Fabriken mit den verriegelten Türen, ne? Mhm. Aber mit dem Schiff aufmachen. Ja, ja. Das geht auch. Ach, verdammt, das wollte ich gar nicht. Ach, scheiße. Na, was los? Ich hab natürlich noch nicht das Dingens installiert wieder. Was für ein Dingens? Hier. Terror Morph Gedöns. Ah. Ey, gut, dass. Der ist ja günstig. Gut, dass Rohstoffe wieder spawnen. Das ist gut. Nee. Ich frage mich jetzt, ob ich dein Portal jetzt benutzen kann. Das wäre jetzt nämlich hammernützlich, wenn ich das könnte. Nö. Merkwürdig. So. Jetzt habe ich wieder den Mining Laser. Boah, mein Jetpack hält jetzt so schon richtig gut lange. Ich habe mir nämlich wohl noch ein Upgrade dafür geholt. Ein S, glaube ich. Alter, der geht jetzt richtig ab. Ich glaube, das liegt an dem besseren Multitool. Der fetzt richtig heftig das Vorkommen weg. Also richtig großen Radius. Ah, nice. Ah, nein, das Radius kann man doch, Radius kann man doch selbst bestimmen. Nee, Moment. Das wäre doch irgendwie krass. Aber stimmt, den Radius konnte man noch einstellen, ne? Aber nicht, dass dann nur für Erde, also für den Boden gilt. Doch, den Radius kann man einstellen. Okay. Aber bestimmt verbraucht dann natürlich mehr dann. Würde ich mal sagen. Aber es geht dann insgesamt halt doch schneller. Ja, das stimmt. Ich habe da irgendwie gar nicht dran gedacht. Also die Kupfervorkommen auf dem Planeten, die kannst du ja echt knicken, ne? Also manche sind echt klein. Habe ich genug, um wieder diese Dinge zu bauen? Hatte er nicht. Ich muss endlich mehr Kisten bauen, weil ich habe so wenig Platz im Inventar.
Wieso kann... Ist es nur Deko oder was? Mhm. Diese blöde Kiste. Oder das. Irgendwo kondensierter Kohlenstoff. Kondensiert, meine ich. Hm. Alter, meine Fresse. Scheiß Kabel hängt hier irgendwo fest. Es ist voll nervig, dass man nur einen so ein Terminal pro Raum haben kann. Eine Etage drüber machen. Ja, ich muss jetzt das dritte schon bauen. Gut, dass du mir schon vier Räume hingeknallt hast. Ja. Also in den Teleporterraum kannst du ja nichts mehr bauen. Also keinen Terminal, oder? Doch, doch, nee, vielleicht. Aber vielleicht kann ich. Doch, weil die stehen ja an der Wand. Okay. Ich brauche jetzt Sentinels. Ah. Ach so. Hä? Zwei davon. Ich musste gerade versuchen, irgend so ein... Ah, wo ist er hin? Da ist er. Einen, Sentinel zu retten. Hm. Das ist nicht questmäßig, sondern der ist unter der Erde. Und ich muss ihn töten. Bitteschön, du bist draußen. Ist auch interessant, was der Oberst hier so sagt, ne? Von wem er bezahlt wurde und so. Ja. Lol. Oh shit. Was denn? Wir sind irgendwie Sicht Sentinels in dem Meer. Es wird mir angezeigt. Boah. Ich habe ein Haus, wo ich reingehen kann. Jetzt plötzlich kommt die einer rein.
So, erst muss ich mal gucken, habe ich jetzt genug? Ja, Mann. Okay. Ich muss jetzt... Wieso muss ich 50 Pygmäum sammeln, wenn ich nur 25 brauche?